Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kann ich sehr, sehr schlecht winken, weil ich heute Michel in meinem Anfang mit drin habe. Und wie ihr seht, sind meine Haare auch noch nass. Das liegt dran, weil ich gerade geduscht habe, weil es noch früh am Morgen ist. Aber ich habe ja gesagt, dass ich heute euch mit zum Reiten nehme. Allerdings reiten wir heute erst um 14 Uhr. Daher habe ich noch ein bisschen Zeit, aber ich dachte mir, ich filme heute einfach mal schon vorm Reiten ein bisschen mit. Und genau, ich kümmere mich halt gerade um meinen Hamster, also bin gerade fertig. Und da dachte ich mir, nehme ich Michel einfach mal kurz ins Video. Und übrigens wollte ich noch sagen, weil ich ja schon sehr lange nichts mehr mit meinen Tieren hochgeladen habe. Ich habe jetzt keine Mäuse mehr, weil meine Mäuse sind halt verstorben. Ich hatte einmal ja mit Milo und Oskar, hatte ich ja immer was hochgeladen und Oskar ist schon relativ früh gestorben. Und dann hatte ich danach zwei neue Mäuse und Milo hatte ich auch noch. Und dann sind die beiden, also eine von meinen zwei neuen Mäusen ist dann gestorben. Andere habe ich zu einer Freundin gegeben und Milo ist letztens auch gestorben. Jetzt habe ich nur noch zwei Hamster. Also ich habe einmal Michel und da wohnt noch der Willi. Aber vielleicht mache ich da ja irgendwann mal was drüber. Ja, das wollte ich einfach nur mal kurz klarstellen, weil ich glaube, so viele haben sich das auch schon so, zum Beispiel auf Instagram habe ich das schon öfters mal gelesen oder auf TikTok haben schon sehr viele gefragt, was eigentlich so mit meinen Tieren ist. Und jetzt wisst ihr es. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Leute, ich habe jetzt irgendwie fast gar nichts gefilmt. Ich wollte eigentlich etwas mehr filmen. Jetzt ist es auch schon fast 14 Uhr, also wir fahren jetzt jeden Moment los. Und ich hoffe, das Video wird jetzt noch etwas länger als die anderen, die ich sonst hochgeladen habe. Aber das sehen wir dann, weil heute gehen wir ja auch ausreiten. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr cool, weil es echt super Wetter wieder ist. Und ja, dann mal los. Ein bisschen mehr. Now I wanna burn all the bridges between us. So Leute, wir sind jetzt schon am Stall angekommen und ich weiß, euch fragt, ich stehe hier gerade neben Gizmo. Der gehört nicht uns, aber der gehört halt anderen Leuten hier vom Stall. Und ja, es ist mega schönes Wetter, deswegen liegen auch ein paar Pferde. Und da gehen wir jetzt mal hin. Also wie ich letztens schon gesagt habe, habe ich jetzt einen neuen Sattel und ja, genau so sieht er aus. Also es ist ein Springsattel diesmal, aber die Pauschen kann man auch abmachen und genau. Was ich übrigens noch sagen wollte, weil sehr, sehr viele haben immer so geschrieben, also entweder haben manche geschrieben, irgendwie du hast coole Ponys, so Bernie, Schrani, Lucky, aber Bernie gehört mir nicht mehr oder manche haben auch gefragt, gehört dir Bernie noch an? So, ich habe Bernie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Also jetzt nicht, seitdem ich keine Videos mehr mache, sondern habe ich wirklich schon ziemlich lange nicht mehr. Und Schradi ist mein eigenes Pony, das haben nämlich auch sehr viele gefragt, ob Schradi mir gehört und so. Also Lucky ist auch mein Pony, also Lucky, Schradi und Dini. Also nur mal so klargestellt, damit das keiner mehr fragt. Und genau. Und eine Sache noch, und so hat einer geschrieben,
kannst du mal ein Video machen? Ein Video geschrieben, ob du mal ein Video machen kann über meine Zahnschmerzen, wie ich die pflege und so. Und ob es weh tut. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen. Also es ist natürlich jetzt nicht böse gemeint. Also es gibt natürlich auch Leute, die solche Videos machen. Aber ich kann nur sagen, falls irgendjemand Angst hat, wenn eine Zahnschmerzen kommt, ist es nicht so schlimm. Manche finden es vielleicht schlimmer, aber ich finde es nicht schlimm. Ich kann sagen, es tut nicht sonderlich weh. Leute, ich bin jetzt schon auf Stradi und wir werden jetzt ein bisschen ausreiten gehen, wie ich ja schon gesagt habe. Und genau. I just need to clear my head. I just need to clear my head. Ich bin jetzt gerade abgestiegen, weil da hinten so eine Wurzeltruppe ist und da ist keine Frau in den Graben gefallen. Und ja, deswegen müssen wir jetzt leider dran vorbeiführen, obwohl das eine richtig gute Galoppstrecke ist. Aber naja, was soll's. So Leute, ich habe ja heute irgendwie ein wenig vom Reiten gefilmt, aber wir sind jetzt gerade noch unterwegs und es ist jetzt gerade 16.40 Uhr. Warum ich das sage, wir werden eigentlich um 16.30 Uhr abgeholt und wir brauchen noch ein gutes Stück, bis wir zu Hause sind. Deswegen müssen wir jetzt ziemlich schnell zurückreiten. Aber ich weiß halt sehr schlecht, ich weiß halt nicht, wie ich beim Reiten filmen soll, weil das sehr, sehr schlecht ist. Vor allem jetzt, wo wir uns so hetzen müssen. Aber ja, das wollte ich einfach mal kurz sagen. Einfach zur Story. Und genau. Leute, wir sind jetzt wieder zurück. Ich habe Schreidi direkt in den Paddock gebracht, also direkt den Sattel abgemacht in die Trense. Und jetzt werden wir Lucky noch mal ein bisschen laufen lassen. Der hat hier immer ganz viel Spaß auf der Wiese. So, das war's heute mit meinem Video wieder. Ich glaube, das wird jetzt langsam so ein Ritual. Und ja, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal wieder ein Video hochlade. Auf jeden Fall werde ich jetzt aktiv bleiben. Und bis zum nächsten Mal und ciao.